So Leute, Social Camo hier und ich heiße euch herzlich willkommen zu der allerersten Folge Live Clips auf dem Social Sniping Channel. Das ist eine neue Serie, die ich euch erstmalig auf dem Channel hier vorstellen darf, die ich auch bei mir am Kanal mache. Und zwar ist es im Grunde eigentlich nur, ich recorde eine Zeit lang auf Clips und nehme dabei meine Reaction zu dem Clip auf und dann schneide die Sachen zusammen und dann haben wir dieses Video hier. Wichtig dabei ist, dass es hier nicht um Trickshots geht, sondern nur um Sniping Clips, also Feeds, wie auch immer. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr natürlich auch bei mir vorbeischauen. Und da würde ich sagen, was eigentlich, sollte eigentlich alles klar sein und da wünsche ich euch viel Spaß beim Video, Jungs. Weil mir der Social Gamer Tag am Sack gegangen ist. Ich habe aber vorher Freaky gefragt. 5-1. Ja, Switch. Nuketown. Macht Sinn. Wächter ist einsatzbereit. Oh mein Gott. Schon wieder. Das war ziemlich cool. Wo? Ach, da oben. Oh mein Gott. Get fucked. Drohne steht bereit. Scharfschütze ausgeschaltet. Wächter in Bereitschaft. Verbündete Drohne nähert sich. Ich hab's geschafft. Recky. Quad feed all swap, all kills. Echt, wieso treffe ich denn nix? Wieso? Wieso hast du das gemacht? Ja, hat er. Hast du gesehen? Oh, Camo. Ja! Ja! Gott sei Dank. Endlich ein 5-1-Screen. Neu. Ja, die Iron Sight, ja. Und die Amerikaner sind so schlau. Jetzt gab es wieder einen Amoklauf. Jetzt haben sie ein neues Waffengesetz am Überlegen, sind sie. Und so, ob sie einfach noch mehr, oh mein Gott, okay. Ob sie einfach noch mehr Waffen einführen wollen auf den Schulen. Ja, ja. Warte. Oh mein Gott! Quad Headshot! So Leute, das war Live Clips Episode 1 auf dem Social Sniping Channel. Wenn euch die ganze Geschichte gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das in Form eines Kommentars oder eines Likes in diesem Video hier zeigt. Ansonsten, mein Channel ist in der Videobeschreibung, denke ich mal, falls ihr interessiert seid an Videos, die ich sonst noch so produziere. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen, Jungs. So, das war's dann, Jungs. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal, Leute. Ciao.